großer Tag für ein kleines Walross. Fernsehmoderator Jörg Pilawa kommt heute extra in den Tierpark, um Walross-Mädchen Loki zu taufen. Es ist meine erste Walross-Taufe. Ich bin aufgeregt, gespannt wie ein Flitzbogen. Und ich bin mir der Aufgabe, die daran geknüpft ist, natürlich bewusst. Spätestens wenn sie in die Pubertät kommt, bin ich als Ansprechpartner da, um sie vor der holden Männerwelt zu warnen. Denn die wollen doch alle nur das eine. Liebe Loki, ich bin für dich da. Kurze Vorbesprechung hinter den Kulissen des Eismeers. Dann kommt der erste Kontakt. Bestechungsversuche mit Fisch beeindrucken Polosa nur wenig. Sie merkt genau, dass da etwas im Busch ist. Komm ein noch. Oh, das ist ja süß, ey. Ich würde sagen, es ist ein klassischer Drei-Tage-Bad. Während Reviertierpfleger Dirk Stutzki seinen Zuschauern den prominenten Taufpaten vorstellt, bringen die Tierpfleger Polosa und ihre Tochter Loki in das Außengehege. Polosa weiß genau, wo es lang geht, aber die kleine Loki lässt sich noch leicht ablenken, bevor sie über den nassglatten Boden hinter ihrer Mutter herrutscht. Gespannt waren die Zuschauer auf den speckigen Täufling, der inzwischen 130 Tage alt ist und 111 Kilo auf die Waage bringt. Dann kommt der große Moment, aber Mutter Polosa ist alles andere als begeistert. Nach guter alter Hagenbeck-Tradition werden die Walrosse mit Elbwasser getauft und Moderator Jörg Pilawa gibt sich alle Mühe, Freundschaft mit der kleinen Loki zu schließen. Eine Vorstellung, für die die Seebären sich die besten Plätze gesichert haben. Aber Lokis bellender Protest ist nicht zu überhören. Vor Muttern habe ich Respekt, ehrlich. Vor Muttern habe ich Respekt. Loki ist ein Schatz, Bereicherung für Hamburg, für den Zoo. Und ich muss sagen, es spricht hier auch für den Zoo, ne? Wenn innerhalb von einem Jahr jetzt zweimal Nachwuchs gefeiert wird, gute Pflege. Jörg Pilawa ist erleichtert, dem Beschützerinstinkt der Walross-Mama entkommen zu sein. Und auch Dirk Stutzki ist glücklich. So Jörg, also ich war zufrieden. Warst du auch zufrieden? Ja, mit dir auf jeden Fall, mit Loki auch. Und die Mama, muss ich sagen, Respekt, dass die mich doch so in die Schranken gewiesen hat. Das war gut. Die passt auf Loki auf, bis ich dann eingreife, wenn Loki flügge wird. Das ist ein Moment, den du nie vergessen wirst, denke ich mal. Nee, absolut. Ja, das ist genau. Damit du das wirklich nie vergisst, haben wir für dich noch ein Walross, was du mit nach Hause nehmen kannst. Oh. Das macht auch nicht die Badewanne dreckig. Und ich hoffe, dass wir uns vielleicht auch mal wiedersehen, dass du vielleicht mal reinguckst, was wir mit deinem Täufling hier veranstalten. Ich komme vorbei, garantiert. Danke dir, Dirk, danke. Bitteschön. Schönen Dank, dass du da warst. Ja, gerne, danke.